Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. 7 Days to Die. Ja, wir sind kurz vorm Blutmond, der 7., ne? Wenn ich mich nicht täusche. Weißt du, was ich noch richtig gerne machen würde? Ne? Nee, du? Ja. Was? Regina hat uns doch diese Elektrozaunpfosten gezeigt, ne? Und die hätte ich auch gern. Es gibt nur ein Problem. Ja? Ich bin dumm. Ja, das wissen wir ja. Und wegen den... Nee, warte, ich kann's machen? Warte, kleinen Moment. Ich dachte, ich bin... Ich habe hier so einen hellen Hintergrund. Elektrozaunpfosten. Was hab ich denn eingegeben gehabt? Ich dachte, ich bin zu dumm, um die zu machen, weil ich das nicht gelernt habe, aber... Ich bin ganz schön gebildeter Dude, ey. Elektrische Teile 2, 5 Eisen. Was hatte ich noch mit dem Eisen vor? Nix, ne? Erstmal. Das erstmal alles da rein. Und womit reparieren wir eigentlich? Ja. Kann ich nicht gucken. Ach, das ist ja hier alles vom Auto noch, siehst du? Okay, also wir brauchen geschmiedeten Stahl. Wenn wir die Klingenfallen reparieren wollen. Im Nachgang. Müssen wir auch mit in die Tasche stecken, weil die zwei oben, da kommen wir ran zum Reparieren. Das ist schon mal geil. Mhm. So, und weil ich jetzt gemerkt habe, ich bin nicht so dumm, wie wir alle denken, mich eingeschlossen. Doch, eigentlich schon. Nein, bin ich nicht. Ich bin dümmer. Hast du noch eine Werkbank für einen dummen Menschen frei? Ja. Elektrozaunpfosten. Aber ich brauche 2, ne? Für eine Schnur. Und wir können die nicht reparieren zwischendurch. Also die wird nur temporär halten, leider. Das ist natürlich auch doof, ne? Ich mach mal 3. Ach, 3 bringt ja gar nichts. So, und dann brauchen wir... 1, 2, 3, 4. So, wo hast du denn Rasen, also das Gras hingepackt? Also, ich meine... Im Keller, wo die Polizei das nicht findet. In die Mischkiste müsste das... Und wo ist das? Hier, die mittlere, ganz rechts. Da, wo eine Sache nur drin ist. Hä, die Kiste ist voll? Ach, aber die meintest du. Ich hab das jetzt oben drüber. Das ist relativ in der Mitte. Ja, ich hab's jetzt trotzdem. Okay. Also hier, eigentlich müssten wir nochmal zum Händler. Eigentlich müsste ich meine Quest mal hier machen und eigentlich müssten wir mal zum Händler. Ja, und eigentlich... Wollen wir das mal machen? Und eigentlich müsste ich den Schatz suchen. Dann verbinden wir das. Ich nehme die Jetons mit und dann los. Jetons. Ja, los. Die könnten wir auch einschmelzen, ne? Für Messing. Ja. Also, just saying, ne? Das ist jetzt nicht die beste Idee, die man haben kann, aber... warte, ich habe die Taschen voll. Oh, da muss ich ja erstmal wieder Platz machen. Haben wir noch eine leere Kiste, dass ich das denn da wieder rausnehmen kann, was ich hier... Ja. Das stecke ich mir alles wieder ein. Weil das benötigen wir noch. Messer kann eigentlich erstmal hier bleiben. Wollen wir mit dem Auto fahren? Ja, ich fahre schon mal mit dem Fahrrad vor. Geil. Bis du so weit bist. Ich hab's zumindest zum Teil repariert. Ah, na komm, hier, wir nehmen erstmal. Und Blei und Kohle wären ganz gut. Und Nitrat, so die 3 Sachen. Blei, Kohle, Nitrat. Ja, wäre nicht so verkehrt. Habe ich noch... Das können wir schon mitnehmen. Den Rest müssen wir erst reparieren und aufwerten, ne?
wir müssen mal bei Gelegenheit ein paar Billig-Mods herstellen, die wir da in die Klamotten reinhauen. Hm. Okay. Und ich möchte mal eine Garage für mein Auto haben, damit ich nicht immer auf- und zuschließen muss. Ach so, Jasmin. Ja. Willst du mein Freund sein? Tritt meiner Gang bei. Jetzt bist du Member. Hm. A Zombie. Du bist hinten lang gefahren, ne? Nee. Ja. Was ist gut denn? Oh, und ein Hund. Ach so, ah ja, klar. Eisen bräuchten wir bei Gelegenheit auch nochmal, ne? Ah, ist so kacke, dass ich diesen Erdbohrer noch nicht gefunden habe. Das würde so viel schneller gehen. I guess. Das stimmt wohl. Hier so viele Hunde jetzt. I guess. Auge schätze. Das sind aber viele Zombies. Wer jetzt letztes beim Händler ist, ist eine Nudel. Ich muss nicht zum Händler, ich muss erstmal mein Gebiet säubern. Wow. Ach so, meinst du das? What a wonderful day. Ja, ja, ist ein schöner Tag, oder, Joe? Sag mal, hast du hier nichts in der Regale, mein Freund? Ich dachte, wir helfen uns hier immer gegenseitig aus. Pass auf, ich hab hier ein paar coole Sachen für los, dich. Was sagst du zu einem... Warte mal, der kostet 640. Wie viele Zombies hier? Den würde ich dir auch verkaufen. Und ich habe davon noch einen. Der hat schon wieder kein Interesse an meinem Stuff. Ich bin der Meinung... Regina nicht noch erzählt, dass wir mit den Diamanten was, da können wir noch was mitmachen, ne? Mhm. Da muss ich gleich noch mal gucken. Also das wurde dann ja irgendwie ein paar geile Shorts, ein paar sexy Stiefel. Ich glaube, du musst hier mit herkommen, ey. Ja. Warte mal kurz, Joe. Rezepte. So, die Diamantspitzklingen-Mod können wir damit machen und das können wir nur verkaufen. Cool. Finden wir ja immer wieder. Soll ich noch ein bisschen Munition kaufen? Luftfilter. Mine. Soll ich Munition kaufen? Schießpulver oder irgendwas? Munition würde ich immer machen. Wir können hier auch Minen kaufen, ne? Trittminen. Ich bin ja so ein Umweg gefahren, so ein... So Mist, ein Schmarrn aber auch. Ja, kacke, aber egal, hier ist Blei. Wie sagt Hildegard immer, besser einen Umweg fahren, als um den Weg zu fahren. Ne? So. Ja, das wird nix. Ja, das wird auch nix. Hm. Weiß ich kann nicht. Safe travels. Ja, du auch. Mach's gut, Joe. So, Jasmin, ich bin jetzt on the way zu dir. Ah, ich bin gerade Bleihacken hier. Ach, du hast deine Mission noch gar nicht. Nee. Achtung. Ich hab ja gehupt. Dass diese penetranten Fußgänger einfach nicht von der Straße gehen, Jasmin. Hm. Aber jetzt, als ich noch mit dem LKW gefahren bin, da hat sich mir keiner in den Weg gestellt. Man nannte mich Truckerfahrer Steve. Ich heiße gar nicht Steve. Wie viel Sprit genug?
Jasmin ist irgendwo ja. Da hinten. No risk, no fun, ne? So, ein bisschen Blei habe ich jetzt schon mal. Ich habe ein Glas Honig. Super. Ja, danke, danke. Bitte, bitte. Sehr gerne. Ich weiß. Oh, da war ein Kieselstein im Weg, Jasmin. Ja? Ja, den hättest du sehen sollen. Der hatte den Durchmesser von einer Melone. Melone. Verwandt dritten Grades mit dem Schaf. Bist du in der City hier da um die Ecke? Ich bin hier gerade. Da, wo der Zombiebär ist? Was? In der Stadt? Nee. Bist du außerhalb der Stadt? Ich bin hier. Wo ist mein Fahrrad da? Du bist ja ein ganzes Eck weg, wa? Nicht mal nur eine Gerade. Vorsicht! Achtung! Oh, ein Hund! Ach, ein Glück, ich habe nur das Frauchen überfahren. Was ist das da, Kohle? Wann bist du denn so weit gekommen? Ja, am Fahrrad. Aber wie? Na, Fahrrad fahren? Weltreise zu dir. Handbremse und... Boah. Übrigens, Kaninchen kannst du nicht überfahren. Die sind zu klein, die flutschen unterm Auto durch. Die Klimakleber. Die flutschen ja nicht. Habe ich nicht gesagt. Die geben nur hässliche Beulen. Du kannst auch keine Hühner überfahren. Das ist ja frech. Das Haushuhn, der natürliche Feind des Menschen. Ich nehme mal noch ein bisschen Eisen mit. Ich bin hier gerade an der Eisenmühle. Entschuldigung, Steve! Ich hab's ein... Oh, scheiße. Das kann jetzt auch nach hinten losgehen. Habe ich ein Reparaturkit? Wir wissen es nicht. Steve, du lebst! Mein Gott, ich habe mir so eine Sorgen um dich gemacht. Penner. Nie wieder feste meine Playstation an. Oh, ein perfektes Plumpsklo. Habe ich nicht Reparaturkit. Das ist schlecht vorbereitet, Patrick. Nein, das ist umsichtig. Sowas nennt man ressourcensparend. Ach so. Ja, ja. Das hat ja... Oh, das sollte ich vielleicht nicht tun. Ich hoffe, das hat sich gelohnt, dein Sparen. Ich habe Holz, oder? Habe ich Holz? Ich habe ein bisschen Holz. Ich hoffe, es reicht. Ey, meine Spitzhacke hält ganz schön lange. Hast du ein Reparaturkit über? Vielleicht. Das hört sich doch schon gut an. Vielversprechend. Rahmenformen 10. Sollte reichen. Wo ist oben? So. So wissen wir immer, dass da eine Mine ist.
Und das Schlagloch ist weg. Jasmin, ich komme zu dich. Jasmin, ich tue jetzt angefahren kommen. Wo ist denn jetzt mein Fahrrad? Da. Muss ich das erstmal einstecken? Ach, wow. Ich tat richtig an dir vorbeigefahren sein. Mann, red vernünftig. Kleinen Moment. So, da bin ich schon. Zeit, dir ein schweres Reparaturkit abzunehmen, ne? Nicht, dass du es noch im Kreuz kriegst. Oh, hast du mich erschreckt, Mann. Und, geht's dir jetzt besser? Nee. Dankeschön. Ja, bitte, so, jetzt, da ist noch ein Baumstamm. So, du wolltest jetzt Nitrat? Ja, ich muss jetzt erstmal gleich meine Quest machen. Können wir das erstmal machen? Blei brauchst du auch. Wo ist denn deine Quest? 600 Meter nach hier. Das ist ganz schön weit. 600 Meter ist auch nicht mehr weit. Ich liebe es, mit dem Bogen zu schießen. Ja. Ich weiß nicht, dieses Pfeifen des Pfeils, das hat was. Ich folge dir unauffällig. Vorsicht, Zombie. Oh, ja, natürlich. Jetzt muss ich laden. Nimm Knüppel, wir haben kaum Munition. Ja, an wem liegt denn das? Du verpulverst so viel. Nee. Du stellst zu wenig her. Ich stell... Ja, genau. Ich stell genug her. Hast wohl Kurzarbeit in deiner Fabrik, wa? Mhm. Hier komme ich nicht weiter. Hep. Ich finde das voll geil, dass du so einen 4x4-Truck einfach in die Hosentasche packst. Ja. Wo ist mein Rahmenwurm? Naja. Spielst du schon wieder, oder was? Nein, ich spiele immer seriös. Indianer. Wo bist du? 300 Meter noch hier. Ich komme, Jasmin. Ich komme! 300 noch? Ja. Ey, wollen wir nicht das Auto nehmen? Das ist ja ewig weit. Ich bin so fett, ich habe keine Ausdauer. Mhm. Dank Hollywood weiß ich, dass unter diesem perfekt pyramidenförmigen Berg ein Elchenraumschiff ist. Nimmst du das hoch? Nee. Soll ich? Wie hektisch und brutal du einfach da reinstehst. Na. Als ob es sich nur wehren könnte. Schön in meinem Nicht-Lieblingsgebiet. In der City musst du ein Gebiet säubern. Eieiei, da hast du dir aber was vorgenommen, du. 100 Meter. Ich bin zu fett, um zu Fuß zu gehen. Steig ein. Es ist doch gleich hier, 100 Meter. Ja, steig ein. Ist zu weit.
wir haben. Meine übergewichtigen Knochen machen das nicht mit. Deine übergewichtigen Knochen vor allem. Meine Knochen sind fettleibig. Oh, ich mag das hier nicht. So. Jasmin, ich wette, du traust dich nicht mit vollen Slots, wenn du nur noch einen im Gürtel frei hast, zweimal eine Glasscheibe einzuschlagen. Hier müssen wir rein, glaube ich. Ja. Immer. Ja. Bist du schon da? Nö, ich hab grad hier Faustkampf. Ja, komm her. Boah, Klitschko, Dr. Eisenfaust. Ich fange jetzt an. Warte, ich will hoch ins Baumhaus. Ich bin Sniper. Hä, wir müssen doch auch rein. Warte. Wollen wir erst looten und dann die Mission anfangen? Ich hab schon gedrückt. Oh, schön. Er hat doch gesagt, ich fange an. Okay. Hä, aber hier kommt keiner. Ich hab hier ein... Wieso hab ich hier ein Dreieck? Muss ich hier auch was drucken? Alter, hier ist ja alles zu. Hä? Ich hab dieselbe Quest. Ich... Irgendwie raff ich das mit den Quests nicht. Ich dachte, ich hab gar keine mehr. Hab ich nicht. Hä, die stehen doch immer oben rechts eigentlich. Ach, du bist da, gut. Ja, ja. Ich geb dir Backup. Guck mal genau da. Okay, also säubern, looten und dann, Er gibt mir Backup und geht hin vor mir. Alter. Ich geb dir Rückendeckung, Jasmin. Auf dich ist wirklich Verlass, jo. Ich geb dir Rückendeckung. Jasmin, hilf mir. Ja, wo bist du denn? Eine Etage tiefer? Na, warum machst du das? Warum wartest du nicht? Ich komme hier nicht hoch. Okay, ich bin wieder da. Ich beschütze dich. Hä? Die sind auf der anderen Seite der Wand. Ich helfe dir, junge Dame. Komm hier raus. Deckung naht. Ja, ja, das Knie, ne? Das Knie ist verletzt. Ich hab das gesehen, ich bin Arzt. Ja, ruhen Sie sich mal schön aus, ne? Das hilft gegen die Schwellung. Bin ich Arzt? Heilfaktor 1 von 5. Nee, Arzt ist ja was Eigenes, ne? Die müssen doch irgendwo welche sein. Arzt. Ja klar, ich habe 3 von 4 Studiengänge abgeschlossen. Okay. Und? Verdammt. Das war eine Sackgasse. Ja, hier sind noch welche. Aber wo denn? Im Keller. Da, wo der Hauptloot liegt. Ich werde nicht angeben, aber ich hab's gefunden. Kommt man da auch wieder raus? Ja. Ups. Hier Nitrat können wir gleich einsammeln. Können wir verkaufen. Wo kloppen die denn hier? Oh, geil! Oh, und nochmal geil. Hi nun Band 2. Schweizer Knie durchlöchern mit diesen Wurzeln die Knie deiner Gegner. Ist der stärker als mein Knüppel? 26, 3. Geht noch ein Tunnel lang, ne? Aber hier habe ich 4 Mods drin, aber ist ja trotzdem schwächer. Kloppt er denn? Ich bin mir nicht sicher. Ich höre das irgendwie ganz schlecht heute.
Der erhöht was nochmal? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja. Da ist doch so eine Höhle. Da kommen wir nicht raus. Da kommt er. Jasmin, du hast das Klo nicht durchsucht. Nee, ich will auch erstmal säubern hier, damit wir in Ruhe machen können. Kannst durch die Höhle raus. Hä? Ja. Bin doch da gerade lang gegangen. Das hat mir Regina erzählt, wie das funktioniert. Ach, hier. Ja, trotzdem ist hier noch irgendwo was. Genau genommen hat es mir sogar gezeigt. Gibt es hier noch eine obere Etage? Ein Obergeschoss? Ja, irgendwie kommen die von hier. Aber es gibt noch ein Obergeschoss. Ich habe es gesehen von draußen, vom Baumhaus. Ja, wie wird es da hochkommen? Was, Baumhaus? Vielleicht? Hm. Eine Schemmelkiste. Nö, kommst du nicht hoch. So, ich nehme erstmal alles mit, was ich hier kriegen kann. Wo bist du denn? In der Küche. Kommst nicht rüber? Nö, ich komme da nicht rüber. Okay, pass auf. Muss nur Anlauf nehmen. Ich bin auch nicht rübergekommen. Hey, hier ist noch eine Kellertreppe. Hä, da sind wir doch reingegangen. Ach ja, die geht nicht auf. Deswegen bin ich da nicht reingegangen. Hier mach ist mich was hier drin. Hinten schon mal bereit. Ja. Jasmin, hier ist einer. Aber das ist derselbe Raum, ne? Ja, hier waren wir gerade. Du hast die Tür nicht gesehen, Jasmin. Boah. Ich hab die gesehen, die ging nicht auf. Aber wir müssen jetzt da hoch. Ja, du kommst. Aber nicht übers Baumhaus? Ja, wahrscheinlich von außen, warte mal. Ist hier vielleicht noch so eine Ranke, so eine Blumenranke? Also hier diese Wände? Ich hab's geschafft. Mhm. Du musst nur vernünftig springen. Oh. Eieieiei. Irgendwie ist mein. So. Ah, ich wollte den hier ausprobieren. Haben wir hier noch was zum Wegknüppeln? Ich will. Warum wartest du denn eigentlich nicht auf mich? Alter Lachs, ich bin hier raufgesprungen. Ich krieg das nicht hin. Echt nicht? Und von dort? Haha. Hier, guck mal, was ich für einen geilen Knüppel hab. Der haut aber richtig auf den Latz. Irgendwo hier ist noch einer. Oh, zwei Reparaturkits. Geil.
Oh. Jasmin, hast du deine Handtasche verloren? Ja. Ich habe ja eine mit 17 Dollar und einen Verband. Das ist meine. Ja, die ist hier hinten. Ja. Ich kann es dir nicht mitnehmen, ne? Mhm. Ich dachte gerade, was ist denn da jetzt los? Komm hier irgendwo hoch? Ich muss mal Parkour skillen. War's das? Also meine Dings ist erledigt, meine Quest. Ja, dann nehme ich jetzt auch an. Ist die hier oder was? Ja. Also jetzt nochmal. Ja, ja, scheint so. Dieses jetzt Gebiet schon? Ist, oder wo ist denn dein Auto? Ich kann die Quest nicht starten, ich raff das nicht. Wo ist denn dein Auto? Mein Auto ist in meiner Tasche. Muss da mal was rein, muss reinpacken. Warte. Was verstehst du an den Aufgaben nicht? Na, normal steht ja oben rechts immer, welche Quest du hast, ne? Bei mir steht, finde den Schatz. Ich habe jetzt beim Händler aber nicht drauf geachtet, ob ich noch eine Belohnung annehmen muss. Ja, wenn deine Quest nicht erledigt ist, hast du noch keine Belohnung angenommen. Aber ich habe ja eine Quest. Den Schatz? Nein, hier, ich habe hier ein Ausrufezeichen, ganz dickes. Ja, und was steht dahinter? Drücke E zum Starten der Quest Stufe 1 abholen. Wenn ich Enter drücke, dieses Gebiet ist momentan nicht für Quest verfügbar. Komm bitte später zurück. Vielleicht muss ich meine erstmal. Meinst du? Ablösen. Nicht ablösen, sondern. Deine Belohnung einstreichen? Du alter Einstreicher, du. Das ist ein interessantes Gebiet hier, ne? Aber ich glaube, wann macht denn der zu? Gott, du stellst mir Fragen. Müssen wir da mal hin? Zurück, du Helcher. Wollen wir das Gebiet erst noch durchforsten oder Blei oder irgendwas holen für Munition? Oder, ja, kannst du machen. Ich will jetzt erstmal meine Quest einmal. Ich hab dir gern geholfen. Danke. Lass mich ruhig zurück hier in dieser Geisterstadt. Ja, ich will erstmal sterben, werde ich hier in der Garage. Hallo? Solange der noch auffahrt, der ist ja gleich hier um die Ecke. Hallo? Ja? Ist hier jemand? Mach besser keine Gruselgeschichten. Ich hab einen neuen Schläger. Nee, das ist ja die Frau hier. Siehst du? Nicht geil. Ich werde nie meinen Erdbohrer finden. Enttäuschend. Wunderbärchen. So. Die nehmen wir auch noch mit hier. Oh, so. Suche ich denn in 3 Kilometer entfernten Schatz noch schnell? Mach doch, komm gleich hin. Mein eigentlich. Oh. Du bist so süß. Nein? Ja? Nein? Ja? So. Oh, Bunny Hop. Ja,
Durchforste ich hier noch oder suche ich den Schatz? Ich nehme nur noch mal hier... ich bin jetzt gerade bei Jürgen in der Werkstatt. Jürgen. Alter, ist das Ding geil. Bisschen Müll. Warte. Nach oben. Haben wir schon Jagdgewehr? Ja. Okay. Blei? Angelblei, aber immerhin. Immerhin. Angelblei. Hallo! Soll ich Ihnen die Tür aufmachen, Sir? Ist ganz einfach. Ja, Sie können sich später bedanken. Gern geschehen. So, ich musste mal eben aushelfen. Er wusste nicht, wie die Klinke runtergeht. Mhm. Ja. Aber da bin ich ja Freund, ne? Mhm. Like a Ninja. Oh! Like a Ninja. So, aber ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für heute. Morgen looten wir hier gemeinsam weiter. Wenn ihr wieder dabei seid, wärt auf jeden Fall cool. Wärt auf jeden Fall cool. Ja, ihr werdet auf jeden Fall cool, wenn ihr mit dabei seid. Oh, dummer Wortwitz. Nein, wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns morgen. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.